Benita Brückner ist im Anschluss noch mit ihrer Mandantin verabredet und bespricht mit der 31-Jährigen das weitere Vorgehen. Und was machen wir jetzt? Enrico lässt mich doch nie in Ruhe. Doch, das wird er. Als erstes erstatten Sie Strafanzeige wegen Nachstellens. Und anschließend erwirken wir bei Gericht eine Verfügung, dass er sich Ihnen nicht mehr nähern darf. Und nützt das denn was? Auf jeden Fall. Denn widersetzt er sich der Verfügung, dann muss er ein Ordnungsgeld zahlen. Kann oder will er das nicht, droht ihm Ordnungshaft. Hoffentlich kommt Enrico zur Vernunft. Unfassbar, wie er drauf ist, oder? Er hat ja heute sein wahres Gesicht gezeigt. Sie haben vollkommen recht, gegen ihn vorzugehen. Ich konnte doch gar nicht anders, als mit ihm Schluss zu machen. Am Ende unserer Beziehung, das war nur noch die Hölle. Ich weiß noch das erste Mal, wie er so ausgerastet ist. Hey Schatz, tut mir leid, dass ich so spät bin. Du, ich hab gedacht, wir hätten uns mal was Asiatisches. Sag mal, wo warst du eigentlich? Hast du mal auf die Uhr geguckt? Na, ich hab doch gesagt, ich bin mit Sandy shoppen. Und sie hat dieses Hammerkleid gekauft. Erzähl mir keinen Mist! Du bist eine Stunde zu spät! Jetzt komm doch mal wieder runter, wir haben uns halt verquatscht. Glaubst du, ich bin bescheuert oder was? Du warst doch bei einem Typen! Es gibt keinen anderen Typen. Jetzt komm mal bitte wieder runter. Ich koch jetzt. Pass auf, du bleibst jetzt hier, ja? Sag mal, wie heißt der Typ? Lass mich los, du tust mir weh. Kommissar Lessing. Hallo. Guten Tag. Lessing, Kriminalpolizei. Sind Sie Luisa Rikers? Ja, das bin ich. Warum? Sollten wir besser drin besprechen. Ich denke, ich komme besser mit. Zur gleichen Zeit liegen bei Luisas Ex-Freund die Nerven blank. Was ist denn los mit dir? Was bist denn so nervös? Hey, sag mal, das weißt du verdammt genau. Vielleicht sollten wir doch zu den Bullen gehen. Diese Anwältin schnüffelt hier dauernd rum. Oh Mann, jetzt mach doch mal nicht ins Hemd. Die weiß überhaupt nicht, was wir vorhaben. Alter, stresst dich das überhaupt nicht? Nö, aber kein Problem, wenn du nicht mehr willst. Behalte alles für mich? Nee, ich möchte meinen Anteil schon haben. Alles cool. Ah, sicher? Mann, ich sag doch, alles cool. Es geht um Hannes Röder. Mit dem hatten Sie doch heute ein Date, oder? Ja, wieso? Nun, vor einer Stunde wurde er von einem Unbekannten überfallen und mit einem stumpfen Gegenstand niedergeschlagen. Er hat eine Platzwunde am Kopf, die sogar genäht werden musste. Oh Gott. Aber was hat das denn mit mir zu tun? Die Tat hat sich unmittelbar nach ihrem Date mit ihm ereignet. Außerdem hat der Mann ausgesagt, dass sie aggressiv geworden seien, weil sie wohl erfahren haben, dass er schon verheiratet ist. Und dass sie ihn sogar bedroht hätten. Was? Hat er ihnen auch gesagt, dass er behauptet hat, dass er Single ist, aber eigentlich verheiratet ist und nur auf einen One-Night-Stand aus war? Bitte beruhigen Sie sich, Frau Rikers. Also haben Sie ihn jetzt niedergeschlagen? Nein, natürlich nicht. Ich habe ihn nicht niedergeschlagen. Vielleicht wollten Sie sich rächen, weil er schon verheiratet ist und Sie offenkundig belogen hat. Nein, Quatsch. Ich meine, natürlich war ich nicht begeistert, dass einer einen beim ersten Date anlügt. Also haben Sie ihn niedergeschlagen oder nicht? Jetzt lassen Sie doch mal Ihre Unterstellungen. Meine Mandantin sagt Ihnen bestimmt gleich, wo sie nach dem Streit war. Ja, ich habe dann bei der Arbeit angerufen und gebeten, dass eine Kollegin für mich einspringt. Und dann bin ich direkt nach Hause. Gibt es dafür irgendwelche Zeugen? Nein. Naja, ich habe dann noch meinen Ex getroffen. Der ist mir mal wieder gefolgt. Das war aber nur ein sehr kurzes Gespräch. Ich bin dann direkt weiter. Meine Mandantin hat doch überhaupt kein Motiv. Sie hat diesen Mann erst ein einziges Mal gesehen und ein Date mit ihm gehabt. Ja, genau. Das war bestimmt seine Frau. Die hat uns gesehen, wie wir uns umarmt haben. Und die war stinksauer. Das ist ja merkwürdig. Wir haben diese Dame nämlich schon gesprochen. Und sie sagte uns, sie hätte ihrem Mann verziehen. Ach, und ihr glauben sie und mir nicht. Was ist denn mit ihrem Ex-Freund? Ich meine, immerhin ist der wahnsinnig eifersüchtig und gefolgt ist er ihnen auch. Ja, das ist richtig. Er heißt übrigens Enrico Fernandez. Werden wir überprüfen. Für die Rechtsanwältin hat die Ehefrau von Hannes Röder das stärkste Motiv. Deshalb macht sie sich auf die Suche nach der Dame. Entschuldigung, sind Sie Frau Röder? Ja. Guten Tag, mein Name ist Benita Brückner, ich bin Rechtsanwältin. Ich hatte bei Ihnen am Arbeitsplatz angerufen und Ihre Kollegen sagten mir, dass Sie in der Mittagspause hier joggen und dass ich Sie hier antreffen könnte. Was wollen Sie? Hat mein Mann sich jetzt auch Rechtsbeistand geholt oder was? Wieso auch? Ja, wegen der Scheidung. Wenn dieser untreue Hund glaubt, dass er sich mit einer cleveren Anwältin davor drücken kann zu blechen, dann hat er sich geschnitten. Und das Sorgerecht für unsere Tochter werde ich auch bekommen. Ach,
Dann haben Sie Ihrem Mann also gar nicht verziehen, dass er fremd gedatet hat? Wieso haben Sie die Polizei insofern angelogen? Sie sind gar nicht Hannes Anwältin? Nein, bin ich nicht. Also, wieso haben Sie der Polizei gesagt, dass Sie Ihrem Mann verziehen haben? Naja, ich wollte ihn einfach nur loswerden. Nach dem Schock, dass mein Mann Frauen für One-Night-Stands datet, da war ich so sauer und durch den Wind. Ich wollte mich nicht noch gegen irgendwelche bescheuerten Verdächtigungen verteidigen. Sind die Verdächtigungen denn tatsächlich so bescheuert? Oder könnte es vielleicht sein, dass Sie so sauer waren, dass es zu einer Kurzschlusshandlung kam? Bitte? Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin gleich nach unserem Streit vor dem Café nach Hause. Und wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich würde gerne noch eine Runde laufen, bevor ich zurück ins Büro muss. Oh, das ist meine Anwältin, Frau Brückner. Hallo, Frau Brückner, gibt's was Neues? Ja, ich habe gerade mit der Ehefrau von Herrn Röder gesprochen. Und was sagt sie? Hat sie ihren Mann eins übergebraten? Sie sagt nein. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie lügt. Ja, dann war es doch, Enrico. Hat sich die Polizei dann schon gemeldet? Nein, noch nicht. Aber ich möchte erstmal mit ihm persönlich sprechen. Ich melde mich danach wieder bei Ihnen, ja? Okay, alles klar. Dankeschön. Bis dann. Also, wenn das Enrico war, dann dreht er langsam völlig am Rad. Der macht mir echt Angst. Hey, stress dich nicht. Das wird schon wieder. Sag mal, warst du jetzt eigentlich noch mal auf der Dating-App? Ja, klar. Natürlich nicht. Das sind doch alles Psychos. Also, ich habe jetzt von Männern echt die Schnauze voll. Dieser Staubsauger-Typ. Arndt hieß der, oder? Der hat sich doch gar nicht so übel angehört. Also, ich meine, immerhin hat er dich heldenhaft vor Enrico gerettet. Wieso datest du den nicht noch mal? Nee. Ich meine, die Rettungsaktion war ja ganz nett und so, aber da muss schon irgendwie ein Kribbeln sein oder sowas. Mist, ich muss ja schon wieder längst auf Arbeit sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Jederzeit. Nach dem Gespräch mit der Frau des Opfers stattet Benita Brückner noch dem Ex-Freund ihrer Mandantin einen Besuch ab und fühlt ihm auf den Zahn. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Ich war doch wirklich brav. Luisa habe ich schön in Ruhe gelassen. Waren Sie wirklich so brav? Sie sind doch zu dem Date gefolgt. Kann es vielleicht sein, dass Sie dann aus Eifersucht ein bisschen zu weit gegangen sind? Boah, Sie nicht auch noch. Geht es um den Hans-Fuzzi? Den habe ich nichts getan. Das habe ich schon zu den Bullen gesagt. Und haben Sie der Polizei auch gesagt, wo Sie zur Tatzeit waren? Um 13 Uhr mittags? Auf Luisa wartet unterdessen ein überraschendes Wiedersehen. Ja, ich buche gerade die Flüge für die Fan-Convention. Ja, das wird super, ja. Ja, mach's gut, bis dann, ciao. Arndt? Luisa? Das gibt's doch nicht. Was für ein Zufall, dass du hier arbeitest. Hallo. Wie geht's dir? Hast du Ruhe vor deinem Ex? Naja, geht so. Aber danke nochmal, dass du mir so geholfen hast vor dem Café. Ja, ist doch klar. Schade, dass du dich nicht mehr gemeldet hast. Ich hatte so viel zu tun. Da stand Dating leider nicht ganz oben auf der Prioritätenliste. Ja, verstehe. Vielleicht ein andermal. Ja, vielleicht. Okay. Ja, ich habe zwar kein Alibi, aber diesem Schnösel habe ich keins übergezogen. Was ist passiert? Ah, mich hat etwas gebissen. Was ist das? Da ist was in meinem Handschuhen. Das ist ja eine Riesenspinne. Was? Eine Spinne? Die sieht nicht so aus wie die Spinnen, die hier normalerweise rumlaufen. Ist die giftig? Keine Ahnung, aber keine Panik. Ich rufe sofort einen Notarzt. Die hat mir dieser verdammte Mistkerl in den Handschuh gesteckt. Wissen Sie, wer das war? Was? Nein. Keine Ahnung. Hallo Brückner hier, wir brauchen dringend einen Krankenwagen. Als Luisa von dem Unfall ihres Ex-Freundes erfährt, ist sie schockiert. Auch wenn Enrico ihr in den letzten Wochen das Leben zur Hölle gemacht hat. Hallo Brückner, kommen Sie gerade aus dem Krankenhaus? Waren Sie bei Enrico? Ja, es geht ihm besser. Er hat ein Gegengift bekommen. Echt heftig, was da passiert ist. Als sie mich angerufen haben, da wollte ich sofort ins Krankenhaus fahren, um nach ihm zu sehen. Er ist zwar ein Schwein, aber ich habe ihn ja mal geliebt. Was
klang aber bis jetzt ganz anders, Frau Rikers. Ich wurde übrigens eingeschaltet, weil der Biss wohl kein Unfall war. Wie meinen Sie das? Die Spinne, die ihren Ex-Freund gebissen hat, stammt aus dem südamerikanischen Raum und ist extrem gefährlich. Es sieht also ganz danach aus, als ob jemand absichtlich dieses Tier in den Arbeitshandschuhen ihres Ex-Freundes platziert hat. Das ist dann mindestens gefährliche Körperverletzung, wenn nicht sogar ein versuchtes Tötungsdelikt. Mhm. Krass. Ich meine, zuerst wird mein Date niedergeschlagen und dann mein Ex von einer Spinne attackiert. Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit, Frau Rikers. Und ehrlich gesagt komme ich da ständig auf Sie. Sie sind ja auch das einzige Bindeglied zwischen den beiden Fällen. Dafür haben Sie doch überhaupt keine Beweise. Abgesehen davon glaube ich, dass Herr Fernandes genau weiß, wer hinter dieser Spinne steckt. Also mir hat er gesagt, dass er keine Ahnung hat. Ja, dann hat er sich halt angelogen. Ich meine, direkt nach dem Biss hat er gesagt, er hat mit dieser verdammte Mistkerl in den Handschuh gesteckt. So, als ob er wüsste, wer hinter dieser Spinne steckt. Ja, sehen Sie? Da meint er doch eindeutig einen Mann und nicht mich. Also, ich schlage vor, um die Vorwürfe gegen meine Mandantin zu entkräften, observieren wir Herr Fernandes, wenn er aus dem Krankenhaus kommt. Ich meine, immerhin hat er Ihnen verschwiegen, dass er einen Verdacht hat, wer hinter dieser ganzen Aktion stecken könnte. Vermutlich will er das Ganze selber regeln. Und wenn wir ihn observieren, können wir beobachten, welche Person er hinter der ganzen Aktion vermutet. Also, ich bin da nicht so sicher, Frau Brückner. Aber ein Versuch wäre es wert. Observieren wir ihn. Nach ihrem Besuch im Krankenhaus ist Luisa sehr aufgewühlt. Die 31-Jährige kann sich nicht erklären, wer einen Grund hätte, ihr Date Hannes oder ihren Ex-Freund zu attackieren. Du kommst ja nachher noch mal vorbei. Ich muss dir unbedingt erzählen, was passiert ist. Es wird echt immer krasser und verrückter. Ja, okay. Bis dann, Sandy. Tschüss. Luisa? Hi. Jeremy. Sind die Blumen für mich? Ja, ich wollte eine kleine Freude machen. Weißt du, ich habe dann mitbekommen, wie schlecht es im Moment geht mit dem ganzen Stress und so. Und hier. Dankeschön. Die riechen echt wunderbar. Du hast nicht zufällig Hunger? Soll ich was für uns kochen oder so? Du, ich hatte einen echt anstrengenden Tag. Ich brauche jetzt mal meine Ruhe. Das verstehst du doch, oder? Klar. Vielleicht dann ein andermal oder so. Ja, vielleicht. Und vielen Dank nochmal. Okay, bis dann. Tschüss. Als Luisas Ex-Freund Enrico später aus der Klinik entlassen wird, folgen Benita Brückner und der Kriminalhauptkommissar dem Landschaftsgärtner heimlich. Ich hoffe nur, ich liege richtig und Herr Fernandes führt uns wirklich zu der Person, von der er denkt, dass sie hinter der Aktion mit der Spinne steckt. Aus dem Weg räumen? Ah. Polizei, auseinander! Sag mal, du hast sie doch nicht mehr alle! Was ist hier los? Sie glauben, dass Ihr Kollege hinter der Aktion mit der Spinne steckt, oder? Ja. Was für eine Spinne? Die Spinne, die bei Herrn Fernandes in seinem Arbeitshandschuh versteckt wurde. Raus mit der Sprache! Was wird hier gespielt? Was haben Sie damit gemeint? Du wolltest alles für dich. Halt ja deine Schnauze! Ja, ich wollte es nicht behalten. Ich habe gleich gesagt, wir sollen zu den Bullen gehen. Ja, die Schnauze. Sie sind jetzt mal ruhig. Was wollten Sie nicht behalten? Ja, die Tasche mit dem Geld. Halt Schnaul! Wir haben bei der Arbeit eine Sporttasche ausgegraben. Da waren 30.000 Euro drin. Ach, du Idiot! Aber der Steffen, ja, der hat gesagt, dass es der Jackpot ist und dass wir es behalten sollen. Weiter? Sie haben den Fund also nicht gemeldet? Ja, Steffen hat mich dann überredet. Und ich habe schon eine Weile gedacht, dass er das Geld für sich behalten will. Ja, und als es mit der Spinne dann war, ja, da war es mir klar, dass er das gewesen ist. Ja, er wollte mich loswerden, damit er die 30 Mille für sich behalten kann. Ho, 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 ho. Damit habe ich ganz sicher nichts zu tun, ja? So, wo waren Sie denn heute zwischen 15 und 16 Uhr? Da war ich bei einem Personalgespräch, ja, bei meinem Chef André Berger. Da können Sie gerne nachfragen. Das werden wir auch. Aber jetzt müssen Sie erst mal beide mitkommen. Es hat viel dafür gesprochen, dass der Ex-Freund meiner Mandantin hinter dem Anschlag auf Herrn Röder steckte. Immerhin ist er extrem eifersüchtig. Nachdem nun aber auch er selber angegriffen worden ist, stellt sich die Frage, hängen diese Anschläge irgendwie miteinander zusammen? Das kann eigentlich nur sein, wenn sein Kollege Herr Buck
dahinter steckt. Deswegen werde ich jetzt mal mit dessen Chef sprechen und sein Alibi überprüfen. Nachdem Benita Brückner das Alibi von Enricos Arbeitskollegen Steffen überprüft hat, fährt sie noch einmal zu ihrer Mandantin Luisa Rikers. Ja, wenn Enricos Kollege ein Alibi hat und nichts mit der Spinne zu tun hat, wer war es dann? Naja, also der Kommissar hat schon recht. Sie sind das Bindeglied zwischen Herrn Röder, der niedergeschlagen wurde, und Ihrem Ex-Freund, der von dieser Spinne angegriffen worden ist. Wenn diese Vorfälle zusammenhängen, dann ihretwegen. Aber Sie glauben jetzt nicht auch, dass ich es war, oder? Nein. Aber irgendjemand in Ihrem Umfeld könnte dahinter stecken. Anscheinend will derjenige die Männer, mit denen Sie sich treffen, angreifen. Vielleicht, weil er eifersüchtig ist. Ja, aber da kommt ja nur Enrico in Frage. Und der wurde ja selbst angegriffen. Oder jemand, der sie beschützen will. Vor ihrem bösen Ex-Freund und vor dem Mann, der ihnen verheimlicht hat, dass er verheiratet ist und sie ausnutzen wollte. Meinen Sie? Ich meine, das könnte schon sein. Aber ich wüsste nicht, wer. Wer kommt denn sonst noch in Frage? Ich meine, immerhin haben sie sich ja in letzter Zeit mit mehreren Männern getroffen. Ja, mit mehreren. Eigentlich nur mit Arndt und Hannes. Und mit beiden hatte ich kein zweites Date. Schöne Blumen. Haben Sie sich die selber besorgt oder haben Sie die geschenkt bekommen? Die habe ich von meinem Nachbar Jeremy, der mit dem Keller. Ja, der lässt auch nicht locker. Ist zwar nett, aber nervt auch ein bisschen. Könnte der hinter den Angriffen stecken? Naja, ich meine, jetzt wo Sie es sagen, er hat mich jetzt schon dreimal gefragt, ob wir miteinander ausgehen und ich habe immer abgelehnt. Zweimal zum Kaffee? Und als er mir die Blumen gebracht hat, da wollte er für mich kochen. Ey, wenn der dahinter steckt, dem erzähle ich jetzt was. Frau Rikers, jetzt warten Sie doch erst mal. Mensch, Frau Rikers, jetzt bleiben Sie doch mal stehen und beruhigen sich. Wieso? Ich bin mir ganz sicher, dass dieser Jeremy das alles eingebrockt hat. Was ist mit mir? Was mit dir ist? Sag du es mir. Was ist dein Problem? Hey, was geht denn hier ab? Rikers, gib zu, dass du es warst. Du, bist du vielleicht besessen von mir oder so ein kranker Mist? Frau Rikers, Sie sollten sich jetzt echt mal ein bisschen zurücknehmen. Sie wissen doch noch gar nicht, ob Ihr Nachbar wirklich hinter den Angriffen steckt. Was ist los? Welche Angriffe? Gib zu, du warst das mit der Spinne. Und du hast Hannes eins übergebraten. Sag mal, wovon redest du da? Ich habe gar keinen Plan, was du gerade erzählst. Es geht um den Überfall von einem der Datingpartner von Frau Rikers. Er ist niedergeschlagen worden. Und anschließend wurde ihr Ex-Freund mit einer gefährlichen Spinne angegriffen, die in seinem Arbeitshandschuh versteckt worden war. Ja, und warum soll ich damit was zu tun haben? Na, weil ich dich hab dreimal abblitzen lassen? Naja, ich hab doch gesehen, wie gekränkt du warst. Ja, okay, natürlich. Ich war enttäuscht. Ehrlich gesagt war ich auch verletzt. Immerhin habe ich dich von Anfang an gemocht. Aber ich bin kein Psycho, der direkt so ausrastet, okay? Wo waren Sie denn gestern gegen 13 Uhr und heute zwischen 15 und 16 Uhr? Ja, na, in der Werbeagentur, in der ich arbeite. Ich habe mit der ganzen Sache wirklich nichts zu tun. Und ganz ehrlich, ich find's echt ein bisschen beleidigend, dass ich hier beschuldigt werde. Ja, okay. Du hast recht. Es war alles so viel im Moment. Es tut mir leid. Das ist jetzt schon irgendwie peinlich. Schwamm drüber. Ist in Ordnung. Nur ehrlich gesagt bin ich jetzt wirklich sehr neugierig, wer die ganze Sache abgezogen hat. Also wir halten es für möglich, dass es jemand ist, der ein Auge auf Frau Rikers geworfen hat. Anscheinend hat derjenige etwas gegen die Männer, mit denen sie sich trifft. Vielleicht ein Stalker. Du hast wirklich keine Ahnung, wer das sein kann? Möglicherweise würde sich der Angreifer ja noch mal dazu verführen lassen, zuzuschlagen, wenn sie sich noch mal mit einem Mann treffen. Trauen Sie sich denn zu, den Angreifer in eine Falle zu locken? Ja, wenn dann der Spuk vorbei ist. Gut, dann treffen Sie sich also noch mal mit einem Mann. Und wir hoffen, dass der Angreifer das mitbekommt, Ihnen zu dem Date folgt und erneut Ihren Datingpartner angreift. Ja, aber wen soll ich denn daten? Na, wie wär's denn mit mir? Du? Bist du dir sicher? Könnte gefährlich werden. Tja, ich helfe dir gern. 2,5 Stunden später sind alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Sag mal, als du neulich im Reisebüro warst, wolltest du da wirklich eine Single-Reise buchen? Oder war das nur ein Vorwand, um mich zu sehen? Nee, ich wollte wirklich eine Reise buchen. Ich habe auch schon ein paar coole Angebote im Internet gefunden. Muss mich halt jetzt nur noch entscheiden. Wie lange bist du denn schon Single? 2 Jahre ungefähr. Manchmal glaube ich wirklich, ich
finde nie wieder eine Freundin. Ach, so schrecklich bist du bestimmt nicht, dass du dir da Sorgen machen musst. Wenn er jetzt hier uns beobachtet, dann müssen wir ihn irgendwie provozieren. Hm. Aber wenn der hier irgendwo ist, dann muss der uns mit Fernglas beobachten. Weil hier ist weit und breit keiner. Vielleicht funktioniert das doch nicht. Ich ruf mal Frau Brückner an. Hallo Frau Rickers, was ist los? Ja, hallo Frau Brückner. Wir sehen hier niemanden. Was sollen wir tun? Ich schlage vor, dass Sie sich voneinander verabschieden und in verschiedene Richtungen abgehen. Wir behalten Sie im Auge. Okay, tschüss. Ja, wir sollen uns jetzt verabschieden und in verschiedene Richtungen gehen. Alles klar. Danke nochmal. Ja, kein Thema. Keine Bewegung! Polizei! Arndt? Du warst das? Aber wieso? Ich wollte dir helfen. Ich habe mich auf den ersten Blick in dich verliebt. Ich habe gehofft, du siehst ein, dass ich der perfekte Mann für dich bin. Und wenn erstmal alle anderen Typen aus dem Weg geräumt worden wären, dann hätte ich vielleicht auch noch eine Chance bekommen. Du bist ja total krank. Was kommst du mit? Bitte, bitte, wir gehören das zusammen. Unfassbar. Danke dir. Wenn du willst, dann können wir doch noch diesen Kaffee trinken gehen. Also wenn es nicht zu spät ist. Dafür ist es nie zu spät. Arndt Schmidt wird wohl erstmal keine Staubsauger mehr verkaufen. Er hat sich der mehrfachen gefährlichen Körperverletzung als auch der versuchten gefährlichen Körperverletzung strafbar gemacht. Ihn erwartet eine Freiheitsstrafe und ich gehe nicht davon aus, dass sie zur Bewährung ausgesetzt werden wird. Enrico Fernandez und sein Kollege haben sich der Unterschlagung strafbar gemacht. Sie erwartet mindestens eine Geldstrafe, wenn nicht sogar eine Bewährungsstrafe. Strafanzeige gegen Herrn Fernandez wegen des Nachstellens hat meine Mandantin nicht erstattet. Sie will sich lieber auf eine positive Zukunft konzentrieren. Und wer weiß, vielleicht findet sie dir in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Allerdings könnte ich es auch verstehen, wenn sie erst mal die Nase voll von Männern hat.